Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk und frohes neues Jahr! Ihr seht heute das Video Selbstversorgerküche Dezember. Wir haben jetzt Januar. Wir haben das auch im Dezember gedreht und das kann man auch wunderbar im Januar und im Februar auch zubereiten. Aber ihr seht es jetzt im Januar zum Start ins neue Jahr. Wir werden was Feines zubereiten. Das ist so eine Mischung aus gesund und ungesund. Das ist so ein Wintersalat. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Äpfel. Wir brauchen Walnüsse. Die haben wir schon geknackt. Optional ein paar Mandarinchen. Gut, die haben wir zugekauft. Die sind jetzt nicht aus dem Garten. Und was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist Sellerie. Den Sellerie habe ich jetzt hier fermentiert und das können wir gleich auch nochmal zusammen machen. Wir brauchen aber noch auf jeden Fall, wenn wir es zusammen machen wollen, eine rohe Variante in den Salat. Genau, es wird ein Salat. Kommt Sellerie halb rein. Und was wir auch noch brauchen, sind Möhren. Ihr seht, Möhren und Sellerie fehlen. Die werden wir jetzt erstmal zusammen ernten gehen. Los geht's. Starten wir mit der Ernte von den Möhren hier im Hochbeet Nummer 1. Ich muss aber zugeben, ich habe hier schon eine Menge Möhren geerntet. Mal gucken, ob wir noch welche finden. Alternativ könntet ihr für dieses Rezept aber auch beispielsweise statt der Möhren oder zu den Möhren hinzu auch Pastinaken verwenden. Ja. Die Möhren habe ich jetzt. Das reicht. Was mir mal jetzt noch fehlt, ist der Sellerie. Und der ist natürlich nicht mehr im Beet, sondern ihr wisst es, genau, wir haben ihn eingesandet. Das heißt, wir müssen jetzt mal zum Sandkasten. Der Sandkasten wird im Winter bei uns jetzt nicht so doll bespielt. Deswegen nutzen wir ihn auch mit als Gemüselager. Und hier ist eine Reihe mit Sellerie drin. Wichtig ist natürlich, dass wir uns merken, wo was drin ist, auf welcher Seite. Aber so viel ist es ja jetzt nicht. Das geht schon ganz gut. Und da haben wir den Kandidaten auch schon. Den muss ich jetzt natürlich erstmal abspülen. Die Äpfel, die ich hier habe, das sind Welland-Äpfel. Schönen Gruß an die Andrea an der Stelle. Sehr lecker. Und was wir auf jeden Fall für dieses Rezept brauchen, ist eine Raspel oder ein Hobel. Und ihr wisst, ich verwende sehr gerne unsere Küchenmaschine dafür. Das werde ich auch gleich machen. Dafür werde ich jetzt aber alles ein bisschen vorbereiten, damit das gleich, wenn wir die anschmeißen, relativ schnell geht. Beim Sellerie, hier unseren Kandidaten, werden wir halbe machen. Ein Teil geht roh in den Salat und den anderen Teil werden wir noch fermentieren. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob wir das so machen, dass es nur Sellerie ist, der fermentiert wird, wie hier. Da als Tipp, der Sellerie darf wirklich sehr fein geraspelt sein, wenn er fermentiert wird. Ich habe das schon mal mit gröberen Stücken gemacht, das fand ich nicht so super. Also so diese feine, geraspelte Größe ist eine schöne Konsistenz hinter im Mundgefühl. Man kann das natürlich auch mischen. Ich überlege noch, ob ich vielleicht ein bisschen Wirsing dabei packe oder vielleicht doch noch Möhren. Also ihr seht, vielleicht geht es euch ähnlich, wenn einen das Fermentationsfieber ein bisschen gepackt hat, dann kommt auch so die Experimentierlust mit dabei in die Küche. Die Möhren, die putze ich jetzt hier draußen nur ganz grob vor, schneide ein paar nicht so schöne Ecken raus und drin werde ich die dann nochmal abbürsten und dann kommen auch die in die Küchenmaschine. Am Anfang habe ich euch erzählt, dass dieser Salat ein bisschen gesund und ein bisschen ungesund ist. Und er ist ungesund, weil das Dressing ist ja eine kleine Fettbombe, sage ich jetzt mal. Und zwar kommt als Dressing hier Aioli rein. Die habe ich noch über, deswegen habe ich die jetzt nicht extra neu gemacht. Aber wir haben sie euch schon mal gezeigt, wie wir sie ganz schnell und einfach selber machen. Im Video Selbstversorgerküche März 2020 mit dem Ofengemüse zusammen. Hier oben verlinkt, aber auch im Blogartikel zu diesem Video. Da zeigen wir euch, wie wir es ganz schnell und einfach bewerkstelligen, mal eben eine Mayo oder eine Aioli zu machen. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Sellerie. Und als erstes werde ich den erstmal von den Wurzeln befreien, ein bisschen grob schälen und dann erstmal zerkleinern. Ich mache das ganz gerne mit einem großen Messer von oben runter. Das ist einfacher, um da schnell zum Ergebnis zu kommen. Den Sellerie werde ich jetzt in zwei Teile teilen. Den einen Teil werden wir für den Salat als Rohkost verwenden und den anderen Teil werden wir fermentieren. Ich nehme jetzt den oberen Teil, wo das Grün rausgewachsen ist und werde den für den Rohkostanteil verwenden und den unteren Teil für die Fermentation.
Einmal nochmal abspülen und dann geht's ab zur Küchenmaschine. Das Gemüse und Obst haben wir jetzt gerade, wie ihr gesehen habt, mit der Maschine klein gemacht. Und ihr habt auch gesehen, dass die Äpfel eine etwas größere Raspelform brauchen, damit sie nicht zermatschen. Aber auch das ist kein Problem. Den Sellerie, den wir nur als Sellerie jetzt gelassen haben, haben wir auch geraspelt. Wir haben ihn eben gewogen und es sind 460 Gramm. Bei 460 Gramm Gemüsemasse brauche ich 1% Salz jetzt hier, also 4,6 Gramm. Und wir haben jetzt hier ein Steinsalz. Und jetzt versuche ich mal 4,6 Gramm abzumessen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich bin nämlich schon drüber. Die Schüssel habe ich natürlich vorher abgewogen. Ja, also mehr als 5 Gramm sollten es nicht sein. Wenn man mehr Gemüsemenge hat, dann ist es natürlich auch einfacher. So, damit bin ich jetzt zufrieden. Das streue ich jetzt über meinen Sellerie drüber. Und wie ihr das vom Fermentieren kennt, wird jetzt mit sauberen Fingern geknetet und geknetet. Und auch der Sellerie lässt dann Wasser. Also schön ordentlich durchkneten mit schön ordentlich sauberen Fingern. Das ist beim Fermentieren natürlich auch super wichtig. Ich könnte jetzt hier noch mit Sauerkraut, also mit Weißkohl zusammenarbeiten oder mit Wintervirsing beispielsweise oder auch mit Möhren. Das wäre auch eine ganz schöne Kombination. Letztens hatte ich den sogar auch mal zusammen mit Rosinen fermentiert. Das war auch ganz schön. Also wenn ihr Spaß am Fermentieren bekommen habt, probiert aus und schreibt mir gerne mal eure verrückten Mischungen, wo ihr überrascht wart, dass sie doch echt lecker waren, gerne mal in die Kommentare. Das würde mich schon sehr interessieren. Und beim Kneten vom Gemüse ist es hier wirklich wichtig, dass die Flüssigkeit da rauskommt. Also es ist richtig, so eine Pfütze unten in der Schale gibt. Und wenn das soweit ist, dann werde ich jetzt gleich das Gemüse ins Glas geben und dann auch ordentlich nochmal feststopfen, dass die Flüssigkeit oben drüber steht. Das machen wir jetzt. Ich habe jetzt hier ein Bügelglas. Ich muss sagen, dass ich mit denen doch sehr, sehr gerne arbeite, dann diesen Aufsatz, um einfach möglichst wenig Kleckerei hier zu verursachen. Und jetzt fülle ich die erste Menge rein und drücke jetzt schon mit der Hand ein bisschen nach. Könnte ich auch den Stampfer direkt verwenden. Und gleich kommt dann der Rest hinzu. Das Glas ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen zu groß eigentlich, aber das macht auch nichts. Was bestimmt noch interessant ist beim Fermentieren, das ist jetzt die Variante wie beim Sauerkraut auch, dass ich Salz hinzugebe und es knete, bis Flüssigkeit rauskommt. Es gibt aber noch andere Arten von Fermentation. Vielleicht habt ihr unser Kimchi-Video gesehen. Da ist nochmal eine bunte Mischung drin und Gewürze. Aber auch das Video, wo wir Salzgurken machen, da kann man das ganz gut sehen. Da werden ja nicht die Gurken einfach geknetet, bis da Wasser rauskommt, sondern da wird eine Salzlake angesetzt, die dann drauf gegossen wird. Ihr seht also, es gibt verschiedene Varianten der Fermentation. Hier stampfe ich das Gemüse jetzt nochmal möglichst dicht zusammen, guckt, dass oben die Flüssigkeit rüber schwappt. Und anschließend wird das jetzt hier beschwert. Zum Beschweren kommen die verschiedensten Sachen in Einsatz. Ich habe jetzt hier Murmeln, Steine, ein Emiko-Keramikring dabei. Wichtig ist einfach, dass die Masse beschwert wird und heruntergedrückt wird. Ich habe jetzt hier auch zwei Säckchen. Und die drücke ich auch richtig mit der Hand nochmal fest runter. Und ihr seht schon, da steigt die Flüssigkeit nach oben.
Und wenn das Glas dann, also der Inhalt dann fermentiert, dann entstehen ja Gase, die dann nach oben gehen, dann funktioniert das auch. Dieses Glas werde ich 2 bis 3 oder 4 Tage in der warmen Küche stehen lassen. Danach geht es in den Keller. Und nach ungefähr 2 Wochen ist es dann schon so weit, dass es probiert werden kann oder verwendet werden kann. Ihr könnt es natürlich noch länger im Keller stehen lassen, immer mal wieder kontrollieren und gucken. Und je länger es steht, desto stärker, desto auch säuerlicher wird der Geschmack von dem Gemüse. Dieses Glas lassen wir jetzt erstmal stehen. Wir haben ja schon mal was vorbereitet, und zwar hier das Sellerieglas. Und das werden wir jetzt weiterverwenden, also ein Teil davon, für unseren Salat, den wir jetzt machen werden. Jetzt nehme ich unser geraspeltes Obst und Gemüse, fülle das in eine größere Schüssel um. Erstmal umrühren, dass sich das gut vermischt. Also ich habe jetzt hier drin den Knollensellerie, die Möhren und Apfel. Es gibt zwar ein klassisches Ursprungsrezept, aber wie ihr das kennt, Variationen nach Art des Hauses sind ja immer ganz individuell, und dementsprechend könnt ihr das natürlich auch variieren, wie ihr das möchtet. Und jetzt kommt noch der fermentierte Sellerie hinzu, den machen wir jetzt erstmal auf. Wichtig ist jetzt, wenn ich den Sellerie verwende, dass ich auf jeden Fall saures Besteck nehme. Ich brauche natürlich nicht alles, und das restliche Selleriegemüse wandert in dem Glas dann in den Kühlschrank. Da bleibt es noch, hält sich bei uns meistens so 1-2 Wochen, und dann kann man immer zwischendurch entnehmen, wenn man Sellerie essen möchte. Ich nehme jetzt auch nicht mal ganz so viel, weil es ja schon doch ein intensiverer Geschmack. Ich muss natürlich hier mit der Gabel ein bisschen kratzen, denn das Gemüse ist ja festgestampft, wie ihr das eben schon gesehen habt. Den zur Seite und jetzt mal alles vermengen. Jetzt kommt natürlich noch Salz und Pfeffer hinzu, nach Geschmack. Da müsst ihr einfach selber schauen, wie es euch schmeckt. Das fermentierte Gemüse, also der Sellerie, ist natürlich schon stark gesalzen, aber so viel ist jetzt nicht drin. Also Salz nach eigenem Gusto, lieber erstmal weniger und hinterher mehr. Als nächstes kommt das Dressing hinzu, was ich euch vorhin ja schon erzählt hatte. Und dann erstmal unterrühren und vermengen. Jetzt kommen noch die gehackten Walnüsse dazu. Der Grundsalat so ist für uns jetzt fertig. Der darf jetzt eine Stunde ruhen und so ein bisschen durchziehen. Das ist gerade bei Rohkost sehr wichtig. Optional essen manche Leute ganz gerne noch Mandarinchen dabei. Deswegen werden wir die jetzt gleich noch klein schneiden und beiseite legen. Und als Dekoration obendrauf kommen noch karamellisierte Walnüsse. Und das machen wir jetzt. Tada, es ist angerichtet. Ich habe vorher noch abgeschmeckt und probiert, und es schmeckt tatsächlich sehr lecker. Was vielleicht jetzt noch zu bedenken ist, der klassische Wintersalat, Rohkost im Winter,
Im Winter haben wir relativ wenig frisches Grün und essen viel Erwärmtes, Gekochtes. Und von daher denke ich, ist es besonders wichtig, dass wir noch Rohkost und auch Fermentiertes zu uns nehmen, um unser Immunsystem eben zu stärken, unsere Gesundheit zu stärken. Deswegen gibt es bei uns heute diesen leckeren Salat zum Essen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wenn noch nicht passiert, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wir haben es tatsächlich geschafft, 12-mal die Selbstversorgerküche abzudrehen und freuen uns sehr, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr noch nicht alle Videos gesehen habt oder gerne wissen möchtet, wie wir diese Aioli, also das Dressing hier auch für diesen Salat zubereitet haben, haben wir das hier verlinkt im März-Video zum Ofengemüse. Und wenn ihr Lust habt, die ganze Playlist zu schauen, die haben wir hier verlinkt, 12-mal Selbstversorgerküche aus dem Gartengemüsekiosk. Ich sage jetzt noch guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!